Oh, warte, sind das die beiden Frösche? Oh, shit. Ich kann mich an einen Mond erinnern. Der war die Hölle. Hilderberg, Gefahr am Himmel. Aber Hilderberg sagt mir jetzt nichts. Ach so, sie war der Mond! Willkommen zurück zu Cuphead. Noch kein Rage, aber das könnte sich ja in dieser Folge ändern. Auf jeden Fall spielen wir heute mit Podcop. Und zwar zuerst die Wurzelmeute, Botanik, Panik, der erste Boss der Folge. Ja, der erste Part war ja noch recht Tutorial-lastig. Trotzdem haben wir das erste Run-and-Gun-Level und den Schleimboss gepackt. Ja, damit... Es gibt keine feste Boss-Reihenfolge, aber ich glaube... Dieser Boss hier ist an sich der, den man zuerst machen soll. Oh, voll interessant. Erst ist es eine Kartoffel, jetzt ist es eine Zwiebel. Oh! Okay, von den Tränen wurde ich jetzt überrascht. Das heißt, ich kontere mit dem Strahl unsere Ulti, die wir ebenfalls im letzten Part schon freigeschaltet haben. Neben dieser Kreiselwaffe, die auf jeden Fall besser als die Standardwaffe ist. Ja, wobei, jetzt kommen diese kleinen Möhren. Da taugt die Standardwaffe dann vielleicht doch etwas mehr. Aber wenn man den Boss angreift, dann... Sollten wir auf jeden Fall bei den Kreiseln bleiben, weil die halt einfach viel mehr Schaden machen. Aber wir können natürlich auch gucken, dass wir uns entsprechend hinstellen und so dann die anfliegenden kleinen Karotten zerstören. Auf jeden Fall ist das wichtig, weil die machen mir ebenfalls Schaden. Ich weiß nicht, ob da auch mal Rosane dabei sind. Dass ich damit Perry eine Karte rausziehen kann. Aber bisher nicht! Oh shit, das war lost. Das war lost. Aber Knockout! Ja, das wäre auch ein bisschen unnötig gewesen, jetzt noch zu verlieren, ehrlich gesagt. Das... soll ich sagen? Schwierige bei den Bossen ist, das habe ich auch vergessen im ersten Part zu erwähnen, sorry dafür. Man sieht die Lebensanzeige gar nicht, sondern nur im Falle eines Fails. Bis dahin weiß man nicht, woran man war. Das macht Cuphead halt schon sehr tricky. Aber die Wurzelmeute wurde im First Try erledigt und damit erhalten wir diesen Seelenvertrag. So, was gibt's denn hier Schönes? Harampf! Ich wäre ein Idiot, wenn ich meine Kohle zur Bank bringen würde. Ja, lieber in Aktien. Wahrscheinlich treibt der Teufel auch dort sein Unwesen. Die bekommen mein Gold nie, wenn ich es überall gut verteile. Und sollte irgendjemand ein, zwei Münzchen finden, schön für ihn. Moment. So sehe ich das, Harampf! Heißt das, man kann doch auch Münzen auf der Overworld finden? Weil ich dachte, die gäbe es nur in den Leveln. Ist hier irgendwo was versteckt? Hier vielleicht? Nee, das ist ein Boss. Rivian Quack, Drama im Nepp-Lokal. Oh, warte, sind das die beiden Frösche? Oh, shit. An die kann ich mich noch gut erinnern. Die sind fies. Ah. Haben auch ein bisschen was von... Street Fighter, finde ich. Leider keinen Parry hinbekommen, aber ich möchte auch jetzt erstmal defensiv spielen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir diese hier nicht im First Try besiegen werden. Möglichst viel abgucken von deren Angriffsschema. Okay, er kommt angerollt. Den anderen können wir auch schon treffen. Und ich glaube, die Lebensanzeige gilt als eine. Bei beiden. Ach, Mist. Oder kann man doch schon den einen vorher töten? Ich weiß es nicht. Ebenso weiß ich nicht, ob die Ulti jetzt Schaden gemacht hat. Das ist so eine Sache, die stört mich wirklich an Cuphead. Also ich kann ja damit leben, dass man die gegnerische Lebensanzeige nicht sieht. Ja, ist okay. Das verstehe ich, dass das zum Schwierigkeitsgrad und der Erfahrung beiträgt. Aber man sollte schon sehen können, ob die Ulti jetzt Schaden gemacht hat. Das sehe ich ja bei den normalen Shots auch. Okay, das ist einfach zu parieren. Aber habe ich dafür jetzt überhaupt eine Karte bekommen? Ach du Kacke. Ja, das ist krank. Aber ich bin durch. Wir kommen fürs Erste. Und Ulti. Hä, was? Also kriegt man da doch keine Karte? Was zur Hölle?
Wow! Yo! Ich war am Ende so angespannt. Alter. Aber erneut First Try. Zwar nur mit einem Leben, aber das war auch wirklich Wahnsinn, was sie da am Ende noch rausgespammt haben. Und das werden wir in der zweiten und dritten Welt in jeder Sekunde zu spüren bekommen. Das hier sind noch die einfachen Bosse, das dürft ihr nicht vergessen. Alter. Dieses Spiel. Aber auch Ribby und Quacks Seele erhalten. Das wird den Teufel freuen. Ich habe jetzt aber keine Münze bekommen, oder? Und der sagt das Gleiche. Dann check ich das nicht. Oder wollen die einfach nur darauf anspielen, dass das ganze Geld ihm gehört, das man findet? Da geht's auf jeden Fall wieder zum Mausoleum, wo wir die Ulti gefunden haben. Also müssen wir da nicht lang. Sondern hier hoch. Da ist nämlich das zweite Run-and-Gun-Level. Aber vermutlich auch noch ein Boss. Und ein Streber. Wie bitte? Ihr wollt auch mal mit dem Flugzeug fliegen? Ha! Ihr kommt erst ins Cockpit, wenn ihr diese Baupläne studiert habt. Okay. Flugzeugbauplan. Ach, stimmt. Es gab ja auch... Oh mein Gott. Es gab ja auch so Fluglevel und Bosse. Also wir können schießen. Auch da haben wir ein Special, eine Superbombe. Wir können parieren. Und... Oh, das sollte man sich auch merken, dass man immer so versetzt schießt. Also nach oben und nach unten. Das ist ganz gut. Aber ja, mit Y kann man sich noch klein machen. Wird schlechter getroffen und ist schneller. Okay, verstanden. Aber kommt jetzt schon der erste Flugboss? Ich kann mich an einen Mond erinnern. Der war die Hölle. Ich glaube, das war Welt 1, oder? Hildaberg, Gefahr am Himmel. Okay, es ist auf jeden Fall ein Flugboss. Aber Hildaberg sagt mir jetzt nichts. Wer ist die denn? Yo, was war das für ein Starter? Würde ich sagen, gehen wir direkt auf den Retry. Hab jetzt aber auch nicht erwartet, dass die da mit Haha angreift. Oder nur mit Ha. Ja, okay, hier geht schon ziemlich viel auf dem Screen ab. Und das... Das am Anfang des Kampfes. Ja, okay. Ich würde mal sagen, sie ist jetzt der erste richtige Boss. Die anderen... Ah, und hier sieht man es jetzt. Dass wir quasi nichts geschafft haben. Die Striche auf dieser Map bedeuten immer eine Etappe. Also, wenn der Boss seine Form ändert oder seine Taktik generell. Das heißt, sie hat ziemlich viele verschiedene Stufen. Also ich sag's ja, sie ist der erste richtige Boss, würde ich sagen. Aber noch nicht der letzte der Welt. Da müsste noch das Run-and-Gun-Level und ein anderer Boss kommen. Mann! Lass mich davon ständig treffen lasse! Digga, wie kann man denn so lost sein? Gib's ihr. Nein! Hast du jetzt meine Ulti zerstört? Ohne Schaden zu nehmen? Ich wusste aber auch nicht mehr, dass man diese Bombe steuern muss. Also die fliegt nicht automatisch auf sie zu, sondern die steuere ich. Was ist denn das jetzt schon wieder? What the? Okay. Alter, die geht ja richtig ab. Das ist ja... Das ist ja ein ganz anderes Kaliber im Vergleich zu den anderen. Wir waren jetzt erst bei der Hälfte. Okay, das wird richtig intens, Leute. Das wird richtig intens. Jetzt geht der Spaß richtig los. Aber ist auch besser so, weil ich habe geplant, drei Bosse in diesem Part zu schaffen. Die ersten zwei gingen jetzt schneller als erwartet. Und beim dritten läuft's wie erwartet. Ich denke mal, die Folgen der ersten Welt werden noch etwas kürzer sein. Ab der zweiten könnt ihr euch dann vermutlich auf 20 bis 30 Minuten einstellen. Da wird es deutlich mehr Fails geben. Sie bietet einem aber auch kaum was zum Parieren an, ne?
Ich weiß nicht, ob ich da in dieses Sternenfeld reinfliegen darf, aber ich glaube nicht. Hä? Hat sie jetzt wieder eine andere Form? Okay, die finde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so schwierig. Das geht schon klar. Und das ist gut, weil dann kann ich nämlich meine Energie aufladen. Jeder Treffer lädt ja ebenfalls meine Ulti auf. Oder die Specials generell. Ich brauche ja nicht zwingend die Parries dafür. Und hier, spür die Bombe! So, zum zweiten Mal getroffen. Okay, und ich glaube, jetzt kommt ihre finale Phase. Ach so, sie war der Mond! Okay, das erklärt so einiges. Alter, was? Aber ich glaube, sie nimmt überall Schaden. Also ich muss nicht zwingend das Gesicht treffen. Hat das jetzt gezählt? Ja! Voll gut! Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Damit bin ich mega zufrieden. Wow! Einfach den Mond im, ich glaube, dritten Versuch. Und die ist schon stark. Aber wie gesagt, noch nicht der Finalboss der ersten Welt. Ich glaube, es gibt nur noch den und ein Run-and-Gun-Level, aber ich bin mir nicht sicher. Auf alle Fälle. Verpasst nicht den nächsten Part. Hildaberg landet auf dem Berg der Seelen-Contracts. Und ich hoffe, eure Likes landen auf meinem Konto. Dann sage ich ciao und bis zum... Moment mal. Ist hier eine Speedrun-Abkürzung? Kann man hier schon vorher lang? Ist ja wild. Jedenfalls danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.